Cool. Rühren wir aus. Das Licht, ich komme nicht. Herzlich willkommen zu einem Mini Lost Place. Es ist mal ein ganz kleiner Ort. Es liegt Schnee, ein bisschen überraschend, aber kommen wir mit klar. Dabei sind heute Herr Dennis und ganz vorne, die will nicht ins Video, da kommen sie trotzdem, die Melissa. Und wir sind heute auf der Suche nach einem alten Wasserbunker, einer alten Glasfabrik, die nicht mehr existiert. Aber dieser steht hier noch mitten im Wald. Ich würde sagen, viel Spaß bei diesem Video. So, mitten im Wald, an einem Berg oder in den Berg hineingebaut, ist dieses kleine Gebäude. Die Tür steht zum Glück offen und auf dem Schild 1895 erbaut, das heißt, das Ding ist 123 Jahre alt. Entschuldigung. Hast du mitbekommen? Nee, nicht ganz. 123 Jahre ist das Ding alt. Ach du Schatz, oh Gott, Dennis. Hm? Ah, hier liegen keine Leichen oder so, ne? Nee. Das geht ja ganz schön tief runter. Ein großer Raum. Wahrscheinlich was Betonaufnahme von meinem Kopf. Das ist ein alter, ich jetzt mal ein alter Auslass oder Einlass gewesen sein. Ne? Und das Wasser dann drüben ins, in die Glasfabrik zum Kühlen geleitet. Denn du magst mal diese kleine Tasche. Welche? Die kleine. Welche von den vielen? Die kleine Tasche. Die hier. Die außen dran ist. Ja, ich habe ich. Der hintere Reißverschluss, die machst du mal auf. Warte, ich muss den Reißverschluss suchen. Hab ich. Siehst du die Knicklichter? Nein. Ich habe auch gesagt, die kleine. Die hintere. Jo. Rühren wir mal aus. Ja, Lara Croft, Tomb Raider. Wie viele haben wir bei dem Ding in den Spiel rumgeschmissen? Was haben sie angefangen? Nix, gar nichts. Das war die Katzenstreu. Weißt du, wofür das Katzenstreu war? Damit sie den leer trocken machen. Sonst hätten wir noch was getankt, nie leer gekriegt. Oh, die Kamera da. Der ISO-Wert ist runtergegangen. Mach mal das Licht aus. Guck, wie viel die Knicklichter wirklich sind. Oh nein. So. Immer noch da. Auch wenn sich eine Dennis dreht, ein Knicklicht. Das sah cool aus. Doch, der hat schon ein bisschen geschützt.
Verhaltes gemacht. Was ist das? Ein Ventilrad. Ein Ventilrad? Zum Auf- und Zu. Das war knicklig, das nehmen wir wieder mit. Und da ist auch wieder so ein Wasser-Ein- und Auslass. Genau, sicher bin ich mir nicht. Aber ich schätze mal, das wird ein Einlass gewesen sein, da hier eine Vertiefung ist. Und dass hier das Wasser rausgepumpt wurde. Hier ist der Rest von dem Wrack. Und eine Spinne. Da ein Engel dran. Da unten. Oh. Lecker. Okay. Halt mal das Rad hier drauf. Was? Rad. Kaputt. Nee, so nicht. Aber wenn du es dir genau anguckst, hier sind die Grafen sind so leicht rund, die Speichen. Leider fehlt eine ganze Menge. Ja. Hier ist es. Das Licht, ich komme nicht. Die Stufen sind echt nur für Wartezeichen gebaut, die sind so schmal. Die haben auch so eine komische Höhe, dass man sich halt auf die Schnauze packt. Stalaktiten. Das sind Stalaktiten. Die wachsen von oben nach unten. Stalaktiten wachsen. Da finde ich auch ganz witzig. Was auch immer er darstellen soll, irgendwie finde ich ihn witzig. Ja, aber dem Kollegen hier. Ich muss da unten jetzt mal rein. Ich will ja auch rein. Der Verkauf erweckt hier weiter. Nee, ganz vorbei kommen. Dankeschön. Das hier sieht stark nach dem Ventilraum aus. Die Leitungen, die wir drüben gesehen haben, diese schönen rostigen Dinger, die kommen hier an. Und wenn hier viel schneller. Laufen hier. Und da ist noch ein Ventil. Und die Spindel, die wir unten gefunden haben, die gehörte wahrscheinlich zu einem dieser Ventile hier dazu. Da rein und dann lief das hier zusammen in ein Sammelstück und dann durch die Wand, ja, Richtung der Glasfabrik dann. Um dort dann halt für Kühlwasser und Brauchwasser zu sorgen. Und das hier hinter der Platte. Ich kenne 125 B und R. Steht da. Jo. Steht der Hersteller und 125er Rohr. Ich hätte es auch mal so. Das ist ja wieder der Kollege. Ich mag ihn irgendwie. Hä? Das Männchen da, das den Mittelfinger zeigt. Ach, ja. Was hast du zu ihm? Ja, das ist ganz lustig. Das habe ich noch nicht ganz gesehen, aber ich gucke mir jetzt an. Aber er tritt nicht so sehr auf den Boden, der ist schon ziemlich abgerostet. Da habe ich echt eine gute Ergebnis geschossen. Ich gehe jetzt hier hoch. Vielleicht filme ich ja, wenn ich mich aufs Maul packe. Kann ich das filmen? Weil die Kamera wieder auf den Boden fällt. Ai, ai, ai. Robin? Das Schlimmste, wenn ich euch fallen lasse.
hier, das ist das Dach. Da waren wir gerade unten drin. Jetzt müssen wir aufpassen, denn hier unter sind auch die Löcher, die wir von unten gesehen haben, wo das Licht durchschien. Die sieht man auch, die dürfen wir nicht reintreten. Da sind die Löcher. Da ist eins. Da ist eins. Hier sieht man die Löcher schon wieder nicht. Das will überstehen. Doch, da ist eins. Da ist noch ein Loch. Hier wird das. Hier ist da. Eins, zwei, drei, vier. Und dahinter ist noch einer. Hier stehen so fünf. Ja. Riesige Wassertanks, Becken. Vergleichbar mit einem Güllefass. Mit einem Güllebehälter. Ich muss sagen, das bisschen Schnee sieht echt schön aus. Es ist zwar saukalt, aber schön. So, dann drehen wir uns mal. Da ist eines. Sind wir mal ein bisschen näher dran. Da kommt schon der Stahl aus dem Beton raus. Auf jeden Fall, das ganze Ding ist ja nicht für die Glasfabrik gebaut worden. Boah, voll windig. Sondern zum Zweiten Weltkrieg. Wir stehen auf einer alten Erdölraffinerie. Eine Uferlagerung und hier war eine Erdölraffinerie reingebaut worden. Und dieses Wasser hier wurde aus dem nahegelegenen Fluss hochgepumpt, hier gelagert. Und dann unter uns über das alte Wasserwerk, wo wir gerade drin waren, in den Bunker reingeleitet, um die ganzen Maschinen und Öfen zu kühlen. Dafür war das eigentlich hier ursprünglich gebaut worden. Oder erweitert worden, nachdem die Glasfabrik wahrscheinlich irgendwann abgerissen wurde. Holy shit! Vielleicht haben wir irgendwann mal die Chance, unten in den Bunker reinzukommen und uns das auch mal anzuschauen. Bisher ist der Eingang zu, haben wir Pech. Mal schauen. Das war's schon mit diesem Lost Place. Mehr ist hier nicht zu sehen. Der kleine unterirdische Wasserbunker. Dann die mega Wasserfässer hier oben. So, jetzt habe ich alle drauf, wie immer. Daumen da lassen, Abo da lassen, ganz wichtig. Und vielen Dank an alle Abonnenten, die bisher meinen Kanal abonniert haben. Ich freue mich riesig über jeden Einzelnen. Und falls ihr Bock habt, schreibt was in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.